Das ist des Bundesbürgers liebstes Kind. So jedenfalls kann man es häufig lesen. Und das hier sind wir vom Kundendienst. Naja, nicht gerade seine größten Feinde, aber was in der Presse über den Kundendienst so alles geschrieben worden ist, auch in letzter Zeit, nicht gerade sehr schmeichelhaft. Denken die Autobesitzer auch so? Um dazu etwas zu erfahren, haben wir diese kleine Diskussionsrunde hier versammelt. Drei Autobesitzer, die uns sagen sollen, was ihnen an ihrem Kundendienst gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ich darf Sie zunächst einmal vorstellen. Fräulein Koch, sie ist Verkäuferin in einem Textilgeschäft. Herr Günther leitet die Personalabteilung eines mittleren Unternehmens. Und das ist Herr Schmidt. Sie sind Facharbeiter, Herr Schmidt, nicht wahr? Jawohl. Fangen wir doch gleich bei Ihnen an. Sind Sie mit Ihrem Kundendienst zufrieden? Also, rein technisch gesehen, ja. Wissen Sie, in so einer richtigen Vertragswerkstatt, die verstehen ihr Handwerk. Wie die schon eingerichtet sind, alles modern und durchrationalisiert. Ja, ich habe da einen Blick dafür. Aber das klingt nicht gerade begeistert, Herr Schmidt. Wieso? Naja, wissen Sie, ich habe da so meine Erfahrungen. Der Betrieb ist vielleicht picobello, aber wie man da manchmal als Kunde behandelt wird, unpersönlich, fast unfreundlich. Man wird einfach abgefertigt, so ganz auf die Schnelle. Irgendwie kommt da der notwendige Kontakt zu kurz. Also mit anderen Worten, wenn es um die Lösung technischer Aufgaben geht, dann wird kein Aufwand gescheut. Dagegen werden die zwischenmenschlichen Beziehungen leider oftmals vernachlässigt. Genau. Und dabei brauchte man dafür doch keinen Pfennig auszugeben. Liegt das vielleicht daran, dass es oft so voll ist? Jeder Kunde will schnell an die Reihe kommen und da wird man eben leicht nervös, ist überfordert und reagiert gereizt und unfreundlich. Ich glaube, im Grunde ist es das gleiche Problem wie überall heutzutage. Personalmangel, zu wenig Nachwuchs an geeigneten Fachleuten, dazu noch der ständige Personalwechsel. Und hier leidet darunter anscheinend oft der Kontakt zum Kunden. Fragt sich nur, ob das wirklich so unvermeidlich ist. Finde ich auch. Sehen Sie, bei unserem Geschäft geht's auch oft hoch her. Da muss man auch freundlich bleiben und die Nerven behalten, selbst wenn es noch so dick kommt. Vor allem an Samstagen. Und wissen Sie, wenn ich dabei an meine Autowerkstatt denke, da kann ich mich nicht beklagen. Ach, interessant. Und wie ist es bei Ihrer Werkstatt, Herr Günther? Tja, offen gesagt, ich habe eigentlich auch keinen Grund zu klagen. Ganz im Gegenteil. Also dann schlage ich doch vor, Sie, Herr Schmidt, schildern uns einiges über Ihre schlechten Erfahrungen und Fräulein Koch und Herr Günther sagen uns, ob und warum es bei Ihnen nicht so ist. Einverstanden? Ja, einverstanden. Also, das fängt schon an, wenn man wegen der Voranmeldung anruft. Bis da jemand den Hörer abnimmt. Das dauert oft eine Ewigkeit. Und wenn es dann endlich soweit ist, dann heißt es... Moment bitte, ich verbinde weiter. Na und dann geht das Theater von vorne los. Warten, warten, warten. Sicher, na ich verstehe ja, so ein Kundendienstberater ist auch bloß ein Mensch. Der kann sich auch nicht zerreißen. Hier die Kunden, dort das Telefon. Der weiß oft nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Und trotzdem... Also da, wo ich hingehe, da ist das kein Problem. Da werde ich mit einer freundlichen Dame verbunden. Manchmal bestellt sie mich dann zu einem bestimmten Termin und der wird gehalten. Manchmal bittet sie mich aber später nochmal anzurufen und mit dem Kundendienstberater selbst zu sprechen. Oder sie lässt sich meine Telefonnummer geben, damit der Herr so bald wie möglich zurückruft. Wissen Sie, warum die Dame Ihnen manchmal einen Termin gibt und manchmal den Kundendienstberater einschaltet? Nein, hat das einen bestimmten Grund? Ja, und zwar folgenden. Wenn es sich um einen klaren Fall handelt, dann gibt sie Ihnen gleich einen Termin. Also zum Beispiel, wenn es um eine Inspektion geht, wenn neue Reifen aufgezogen werden müssen, oder wenn vielleicht eine Anhängerkupplung eingebaut werden soll. Um Ihren Rückruf bitten oder den Kundendienstberater zurückrufen lassen, wird die Dame nur in solchen Fällen, in denen eine Diagnose notwendig ist. Also dann, wenn es noch nicht genau feststeht, um was es sich handelt. Das kann nur der Kundendienstberater herausfinden. Die Erfahrung zeigt, von 100 Kunden, die sich während der Zeit des Hauptandranges an den Kundendienst wenden, meldet sich die Hälfte per Telefon. Und hiervon 40 klare Fälle, für die sofort ein Termin gemacht werden kann. Nur 10 erfordern einen Rückruf bzw. eine Diagnose durch den Kundendienstberater. Die restlichen 50 Kunden kommen direkt in den Betrieb. Darunter auch solche, die nicht bestellt worden sind. Aha, und die anderen am Telefon werden dem Kundendienstberater vom Leibe gehalten. Richtig.
Der Telefondienst wirkt wie ein Filter, der dafür sorgt, dass die Kundendienstberater in den Hauptandrangszeiten nicht überlastet werden. So können Sie sich auch Ihren Direktkunden widmen und haben genug Zeit für jeden. Ja, und wie schafft ihr das überhaupt mit den Terminen und so? Na, prima Lösung, finde ich. Aber bitte, woher kommt diese Aushilfskraft am Telefon? Sehen Sie, diese Aushilfskraft wird ja nur früh morgens bis 9 Uhr benötigt, wenn der größte Andrang herrscht. Also nimmt man eine Dame, die zu dieser Zeit noch nicht so viel zu tun hat. Vielleicht eine Angestellte aus dem Büro. Und diese Arbeit am Telefon zu schaffen, ist auch kein Kunststück. Das System ist nämlich ganz einfach. Bei der Vergabe von Terminen richtet sich die Dame im Telefondienst nach einer Liste mit einem Kapazitätskonto. Und das geht so. Nehmen wir an, ein Betrieb hat eine Tageskapazität von 2000 Arbeitswerten. Die für Aufträge verfügbare Kapazität ist jedoch niedriger. Um sie zu erhalten, muss zunächst der Auftragsüberhang vom Vortag abgebucht werden. Sagen wir 400 Arbeitswerte. Bleiben 1600 Arbeitswerte. Weitere 400 Arbeitswerte werden dann noch als Kapazitätsreserve für unvorhergesehene Leistungen abgezogen. Das sind unter anderem Leistungen für Durchgangskunden. Der Rest sind dann für den Tag frei verfügbare Arbeitswerte. Diese Liste mit dem Kapazitätskonto wird nun von der Dame am Telefon jeden Tag bis etwa 9 Uhr geführt. Das heißt, für jeden Termin, den sie vergibt, verbucht sie hier die entsprechenden Arbeitswerte für Aufträge, die die Kundendienstberater entgegengenommen haben. Sind 1200 Arbeitswerte erreicht, dann gehen die nächsten Arbeitswerte als Auftragsüberhang auf den nächsten Tag. Wenn dieser zusätzliche Telefondienst so gegen 9 Uhr eingestellt wird, wird die Liste von den Kundendienstberatern weitergeführt. Im Grunde also eine ganz einfache Sache. Dafür findet man in jedem Betrieb eine geeignete Kraft. In meiner Werkstatt klappt es jedenfalls prima. Die sind zwar nicht billig, aber Zufriedenheit ist mir viel wert. Ich darf jetzt schnell mal festhalten. Ärger bei der telefonischen Voranmeldung. Lange warten, bis sich Kundendienstberater meldet. Abhilfe? Telefonische Filterstelle während der Hauptandrangszeit zwischenschalten. Dazu ist weder Umorganisation des Betriebes notwendig, noch entstehen zusätzliche Kosten. Ja, damit ist die erste Plattenseite um und wir müssen jetzt die Schallplatte umdrehen.